Hallo. Ja, und auch euch herzlich willkommen zurück im Albtraum meines Lebens, so wie es aussieht. Okay. Ich war doch schon da vorne. Wird das so ein Albtraum, wo ich endlos laufen muss oder so? Anscheinend. Moment. Help me. Ja, hilf mir. Ich bin hier im Albtraum gefangen. Kapitel 5. Ja. Fucking shits. They went too far this time. What's that? Das ist ein Stein, beruhige dich und du bist hier von der Couch gefallen. Das wollte ich nämlich gerade noch gesagt haben. Ich erinnere mich so langsam. Wir haben uns ja volllaufen lassen, trotz unserer Medikamente, die wir vorher genommen haben. Ja, dümmstes Verhalten ever und das von jemandem, der in diesem Beruf arbeitet. Aber okay, da ist ein Fenster durchs Fenster geflogen. Oha. Is that blood? Ja, Oh sieht so God, what's aus. happened? Du könntest es untersuchen. Du sitzt an der Quelle. Ein dummer Scherz. Mr. Ridley? Can't hear all this commotion. Mr. Ridley, hier vorne liegt eine Leiche. Are you Außerdem. deaf? Sure, whatever you say, Hammond. Why is that even funny? Do I need to bring you the evidence? Sure, if you have some. Me? I think you slept too much myself. Go and see for yourself. I'm going home. The taxi is probably waiting. The one that left yesterday? Yesterday? How so? It's evening, Friday, November 29th, Hammond. 29th of November. Oh, sorry, I forgot that this was. Don't worry. I did too. Somehow. I just. Oh my God. Should I call Dorothy? I've set up the cadaver ready for the autopsy, and she should be able to replace you. No. There's no need. I'd be happier staying here than sitting at home. Alone. Just in case, this is, let me know. Sure. Thanks. Handman. I'm very sorry. Yeah, me too. Ja. Ach so, ich dachte, da stand jetzt was Neues. I guess I should take my pills. Natürlich. Was auch sonst. Erster Gang, immer erstmal Tabletten nehmen. Vielleicht wird es I ihm should besser gehen ohne. go to the cemetery later. My flowers. Not today. Oh, to forget the most important of things. Zieh dir die Schürze an. Okay. Ich dachte jetzt, wir sollten den erstmal reinschieben, aber. Every fucking time. Oder sie? Oh my God. Alice. No. It's only. Only just. So tired. So damn tired. God. What has someone done? I need to prepare the voice recorder. Ja, kannst du jetzt endlich mal die Klappe halten? Ich dachte, das ist unser nächster Kunde da hinten. Da warten schon zwei Leichen auf uns. Ja, guten Tag, wer sind Sie denn? Sie sehen etwas ungesund aus.
Was haben wir jetzt gesagt? Jetzt bin ich schon total durcheinander. Diktiergerät, hier. It's November 29th, year 1991. The autopsy is performed by Dr. Jack Hanbon. Da denke ich, der macht jetzt hier einen richtigen Dialog auf. Wollte ich mal kurz einen Schluck trinken. Investigators determined that the victim was most likely dumped close to the nearby forest. She crawled to the bus stop on her own, as evidenced by the traces of blood she left behind. The body was lying in the grass beside the road, where it was spotted by commuters waiting for the morning bus. According to the information provided by the aforementioned friend, the car belonged to the Hurricane Taxi Network. The company was provided with a description of the driver. However, they deny that any of their drivers fit the description. The police have been looking for the man since yesterday. A friend at the salon testified that the last time she saw Amber was 2 weeks ago. It was her last day at work before her vacation. At around 9:40 p.m., she left in a taxi for a flight to Amsterdam. Amsterdam. Why do people do such things? I'll move on. I'll move on to undressing the deceased. The deceased was... Now... Oh, Entschuldigung. Photographic documentation. Machen wir. Hätte ich auch schon längst geholt, aber darf man ja vorher nicht holen. Wäre das mit F, ne? Will er nicht? Dann so. The deceased's skin is extremely pale. No liver mortis is visible. Finde Spuren. Ich sehe nichts. Sieht alles normal aus. The deceased is missing her right arm. Echt? Wäre mir nicht aufgefallen. Okay, da sind irgendwelche komischen Flecken. The deceased is caked in dirt and mud. Schmutz und Schlamm, das hier ist anscheinend egal. Lots of rough, irregular slashing cuts. Nichts an den Füßen heute. Na gut, wir haben jetzt nur einen Fuß, aber trotzdem nichts am Fuß. Nimm mal den Arm. The palm in front of the hand is covered with numerous wounds. Ach, jetzt darf ich doch das fehlende Bein. The deceased is also missing her left leg. Fotografieren. Beziehungsweise nicht das fehlende Bein, sondern die Stelle, wo das Bein sein sollte. Ist das nicht wichtig, dass die das Zeug über allem Haar hat? Extensive hematoma on the victim's forehead. Das ist doch nicht ihre Stirn! Wollt ihr mich verarschen? Dann hätte ich doch von hier oben Bild gemacht. Das wollte ich übrigens als nächstes gucken, was mit dem hier ist. Aber das wollte er jetzt nicht mehr. Moment, eins brauchen wir noch, aber... Hände diesmal auch nicht. Er will nicht. Er will nicht, dass ich irgendwelche Spuren sichere. Den Hals auch nicht. Moment, da ist was. Several signs of redness on the neck and chest. Aber hier dieses riesige am Hals. Das interessiert ihn nicht, oder was? Befestige die Fotos an der Tafel. Sagt er diesmal was dazu? Nee. Na gut. Ich habe übrigens rückwirkend gemerkt, bei dem Alten hat er auch nichts gesagt. So. Adoption. Okay. Kamera kann ich ja nicht wegstellen. Why is she so... Focus.
Polizeidaten korrekt. Overall picture is. I'll grab the magnifying glass. Mhm. Jammer nicht rum, du bist professionell. Das ist die Nadel. Du bist professioneller. Ja. Wie nennen sich die Leute, die Autopsien durchführen? Also eigentlich müsste es doch ein Arzt sein, oder nicht? Oder einer, der eine ärztliche Ausbildung hat? Falls das jemand weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. The wound looks relatively fresh. The deceased could have fallen. Or maybe she was struck hard. Minor redness appearing in several places. The wounds were stitched up by someone who knew what they were doing. However, it seems that the sewing was done in a hurry, and quite carelessly at that. Okay. There are no signs of internal bleeding, detectable through an internal examination. The wound on the bend of the elbow seems much deeper. I'm wondering about this bruising. Na? Nimm's an? Both the arm and leg were taken all the way to the joint. The perpetrator used a scalpel, but the cut line itself looks jagged. These wounds appear to have been caused by crawling across rough ground. Aber so heftige, tiefe Wunden durch das, ja, Kriechen in so einer, ich weiß es nicht, Gebüsch und was weiß ich, wo sie alles durchgekrochen ist, das ist schon heftig. Let me sum this up somehow. Ja, mach das. Klemmbrett war Shift. Was haben wir denn alles? Das im Auge? This injury could have been fatal for Alice. Some of the wounds were made by the victim crawling, and the hickeys... Hickeys are not fatal. But in this situation, they are worth examining. It seems that the perpetrator was very interested in preserving as much skin as possible on the removed limbs. There appear to be no signs of struggle. Was hat man noch da? The stitching doesn't appear fresh. Amber appears to have suffered like this for at least a few days. We do not know the exact circumstances of the wounds or the conditions in which the deceased was kept. Eine Stelle haben wir noch, wo waren die? Ja, das ist schön, dass du Pfeile machst. Ach da. I assumed that the deceased had a cannula inserted and was groggy the entire time. The perpetrator definitely didn't realize how tremendous will to live she had. Ein frisches, potenziell tödliches Hämatom auf der linken Seite des Stirnbeins. Ja. Maybe it was an accident, or perhaps the final blow. Unregelmäßig verteilte Rötungen. Oder sind. Nee, das wird überall mit den Pfeilen angezeigt, ne? Okay. Rechter Arm wurde an der Schulterlinie. Entzündung an der Nahtstelle. Ja gut, aber das wird nicht die Todesurteil, die Todessache sein. Aber müssen wir wahrscheinlich auch anklicken. Ne? Also, ich sag's mal so. Wenn irgendwas passiert ist und sie das selber zugenäht hat, dann kann das natürlich die Todesursache sein. Aber so wie das aussah, ich meine, sie ist ja jetzt hier in Unterwäsche, glaube ich, angekommen. Hat einen Arm und ein Bein weggehabt. Also das, ja gut, naja, gut, doch, die Todesurteil, die Todesursache kann es trotzdem sein. Ist nur die Frage, warum. Ne? Also es kann ein Unfall sein, dass ganz blöd gesagt irgendwo am Traktor hängen geblieben ist oder sowas. Es kann aber auch genauso gut sein, dass das absichtlich gemacht wurde. Anzeichen von Erinnerung, keine Anzeichen von Erinnerung. Wir müssen ja eh alles. Check with the UV lamp whether what the perpetrator did.
Ja, wir müssen ja eher das anklicken. It is unknown how much blood Amber lost during her escape. And especially how much during the procedure performed on her. Also nur, um das nochmal kurz zu erklären. Ich meinte jetzt nicht, es könnte noch ein Unfall sein, sondern ich meinte damit, wenn so eine Leiche bei einem zur Autoption kommt, dann muss man natürlich erstmal alles ausschließen können, ne? Infection could have set in, even if that wasn't fatal. It would severely weaken an already strained body. Extensive toxicological tests should help determine what substances she was given. This has the hallmarks of some sick sexual fantasy. Also das klingt, das letzte jetzt klingt für mich ein bisschen so, dass man sie unter Drogen gesetzt hat. Check the UV lamp whether on the hell. Amber's body. There are some clues. Wo habe ich denn jetzt die UV-Lampe gehabt? Ach so, nee, Moment, die haben wir doch hier drin, oder? Ja, 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 genau, das war's. Like these can be extremely disturbing. Strong and clear traces of tape. Also ich vermute mal, dass sie unter Drogen gesetzt worden sein könnte, so wie er das gesagt hat. Alice, you know that I would never. Ja, ja, ja. Also dass sie das besser mitmacht mit den Schmerzen. Why did you do that? Okay. Ich glaube, wir sollten tatsächlich mal Tabletten nehmen. Kriegen wir vorher noch einen Jumpscare? Steht jetzt die Leiche auf oder sowas? Jack, breathe. It's just... Vor allem hat er gerade erst ein paar Tabletten gefressen. Was? Gefühl der Hilflosigkeit senke Jacks Geisteszustand unwiderruflich. Das heißt was? Dass ich den jetzt komplett unter Drogen gesetzt habe und der unreparierbar ist, oder was? Was ist denn das für eine Errungenschaft? Well, we left off with the torso. Ach so, wir müssen trotzdem noch mit der UV-Lampe weitermachen. Ja, super. Dramatic fight for survival. So, Klebeband hatten wir ja schon. There are traces around the hickeys. Most likely saliva. The perpetrator was obviously looking for an opportunity to fulfill his paraphilia. Oh Christ. The police will have plenty to do. If I can find my hard drive, I could just take an x-ray. I'll move these tables away. Make room for the x-ray machine. Also soll man nicht mal weitermachen. Der ist immer so am Jammern und so. Ich verstehe es nicht. Maybe Dorothy should take over for me today. I keep wandering off in my thoughts. Finde die Festplatte im Büro. Was für eine Festplatte? Ich denke, wir sollen ein Röntgengerät holen. Fuck! What's going on here? Dein Verstand, der ist im Eimer. Kriege ich das nicht auf? Hallo? Hilfe! Ich wurde ausgesperrt! This can't be happening! Have I lost my mind? I must have gone crazy! Ich wurde nicht ausgesperrt. Oh, cases like these can be extremely disturbing. Okay, Festplatte im Büro. Ich habe hier aber doch alles nachgeguckt. Da war doch nirgendwo eine Festplatte drin. Das sind nur Kaugummis. Ach, da hinten. Oh, es leuchtet auch noch und ich suche hier wie blöde. Na komm. Finde das Röntgengerät, um die nächste Untersuchung durchzuführen. Love Alice. Okay.
I think I'm just tired. Ja. Cool, wie schnell die Sachen sich reparieren. Finde ich gut. Du liegst immer noch, wo du vorher gelegen hast. Finde ich auch gut. Achso, Moment. Finde das Röntgengerät. Genau, das habe ich schon total vergessen, ehrlich gesagt. Bei dem ganzen Chaos hier. Wie sieht denn bei denen so ein Röntgengerät aus? Hallo? Also wenn der das alles da zur Seite schiebt, muss das doch so ein großes Teil sein, oder? Was man da so drüber fangen kann. Das ist Bart. Ach nee, das ist kaputt. Ich dachte gerade schon. Kann ja dann eigentlich nur noch Aufenthaltsraum oder hier. Hier ist natürlich nichts. Wer stellt nicht sein Röntgengerät in den Aufenthaltsraum? Hallo? Bin ich doof? Ist das vielleicht hier vorne? They all know. Huh? Did you answer your phone? Telephone? What phone? Was? They all know. Huh? The phone rang a few minutes ago. I didn't hear anything. For you to take medicine. How so? For you to get results. I'll call them back. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, ob der Typ hier überhaupt existiert, aber im Moment kann man sich ja bei nichts mehr sicher sein. Ja, wo soll das denn sein? Ist das hier unter der Leiche versteckt oder was? Ist doch nicht im Bad, oder? Kann doch kein Röntgengerät stehen. Aber ich bin jetzt schon durch alle... Ach, oder muss ich... Muss ich nach draußen in den Keller vielleicht? Weil das ist das Einzige, wo ich jetzt noch nicht gewesen bin. Es sei denn, es steht irgendwo hier vorne oder so, aber... Das ist doch eher unwahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, warum ich hinter mir eigentlich immer noch zumache. Hallo? Möchte mich jemand umbringen? Wenn ja, warte bitte noch ein bisschen. Ich muss noch eine Autoption durchführen. Auf jeden Fall kann ich rein. Oh, das ist mal laut. Hallo? Ist da jemand? Also außer dieses komische... Ding, was ich beim letzten Mal schon übersehen hatte. Hier ist aber nichts am Leuchten, ne? Bin ich denn komplett blöd? Also es war jetzt eine rhetorische Frage, aber das kann doch eigentlich nur entweder hier im Keller sein oder in einem der steht ja nicht hier draußen rum, oder? Wir haben hier noch einen Schuppen, was ist das denn? Können wir aber nichts machen. Da hinten geht's... Ne, da geht's nicht weiter, das ist abgesperrt. Okay. Ja, ich lasse da mal den Keller auf, Jungs. Wer hier heimlich einbrechen will, ne, der weiß, wo es lang geht. Aber in die Garage können wir so auch nicht. Nein, oder? Ach, ihr könnt mich doch mal... Ich hab gedacht, dass das... Oh. Ich hab gedacht, dass das aufleuchtet. Ich sehe überhaupt nichts, wenn ich hier so komisch hinterhänge. Jeder normale Mensch würde jetzt rechts oder links dran vorbeigucken. Also wenn ich die Leiche jetzt aus Versehen runterschiebe, tut es mir leid. Wieso? Oh, jetzt macht er nach rechts. Ah,
Now fire it up. Okay, und dafür eine Festplatte. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Das macht aber gar nichts, oder? Nimm die Detektorplatte von der Seite der Maschine. Ach, die. Befestige die Platte unter dem Kopf des Leichnams. Richte das Bild auf den Kopf und mach die Röntgenaufnahme. Well, now center it between the eyes at the root of the nose. Ja, ich würde es gerne nach... Ach so, damit kann ich nach links, okay. Also nur auf den Kopf, ne? Manchmal ein bisschen größer, ich hoffe, das geht. Anscheinend nicht. Ach, das kann man... Ah, okay. Dann machen wir das noch ein bisschen größer. Frage ist nur, wie bestätige ich das? Rausgehen kann ich nicht. Ist doch nur der Kopf. Hallo. Ich hasse sowas. Weil das ist doch eigentlich recht präzise jetzt nur der Kopf. Na gut, da ist es die Breite. Es ist doch nur der Kopf, Leute. Hallo. Ich weiß nicht, was ich jetzt drücken soll. Also es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich weiß ich nicht, justiere das mal eben so Millimeter für Millimeter. Ich weiß auch nicht, wo ich drauf drücken können muss. Oder ich versuche es immer mit rechte Maustaste zurück oder mit hier auf dieses Lämpchen draufdrücken. Ja, wir probieren einfach mal so ein bisschen zu justieren. Ich schneide das dann mal raus. Oh, ist das ätzend. Okay. Ah! Looks good. Also, ihr Lieben, ich hoffe, mit der Aufnahme ist jetzt wieder alles klar, dass ich jetzt dran gedacht habe, hier wieder reinzukommen. Man musste nicht, wie das hier oben stand, den Kopf in der Röntgenaufnahme haben, sondern man musste auch noch dieses ganze Stück drumherum haben. Also sich ungefähr hier dran orientieren. Richte das Bild auf den Kopf und mach die Röntgenaufnahme. Ah, ja, ja. Jetzt können wir einen Knopf drücken. I thought for sure this whole thing would have tripped the breaker. Bring die Festplatte ins Labor. All right. I just need to take the heart, operate the image, and... I need to check the frontal bone, crystal galley, aneurysm, internal auditory canals, Alice... Oh, falsches Labor. And frontal sinuses. Why did this have to happen to her? The greater and lesser wings of the sphenoid bone and... drive connected, and now I can print it. Boah, aber jetzt mal ganz ehrlich, so unter uns, wenn es keiner mitbekommt. Ich kann verstehen, wenn Leute Probleme haben. Ich kann es verstehen, wenn Leute total down sind, weil ihr, ja, ich weiß nicht, Ehepartner, ich weiß nicht, ob die verheiratet waren,
ermordet worden ist oder wie auch immer, also auf irgendeine Art und Weise gestorben ist. Aber entweder reißt man sich zusammen und zieht seine Arbeit dann danach durch oder man lässt sich halt wirklich krank schreiben und geht nicht zur Arbeit und versucht erstmal mit sich selbst klarzukommen. Also, dieses Gejammer geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack. It looks like a good exposure. But why can't I see the wound? I need to look at this in the light box. Ich will doch nur einen Autopsie-Simulator spielen mit ein bisschen Horror drin. Mehr will ich doch gar nicht. Okay, was für eine Box? Was für eine Box? Eine Lichtbox. Haben wir die drüben? Ich glaube ja. Nee, Moment, hier. Hatten wir nicht drüben auch einen? Strange. I guess I'll have to repeat. Let there be light. Ja, natürlich. Damn. I knew this luck wouldn't last. I almost believed that this would go off without a hitch tonight. Off to the storage room I go. Okay. Was kommt jetzt? Those flickering lights would drive anyone over the edge. And now it's all broken. Ah, great. Jetzt sehe ich wieder gar nichts. Moment. Da müssen wir hin, oder? Wie war das jetzt? Protect Power, Protect Light? Fuck. Don't you wish? I'll need the flashlight and to find Ridley for help. Ich komm nicht raus. Welchen Tisch? Ich sehe hier null, Leute. Ach so, hier. Taschenlampe drehen, okay. Mist, egal. Melde dich einfach bei Ridley. Okay. What? Hallo, Mr. Ridley? Und nu? Hallo, Ridley? Wo sind Sie? There's a surprise. Why is it that whenever I need Ridley for something, he magically disappears into the ether? Oh my god. Den Schuppen meine ich. Alright. What now? I'll start the generator in the shed. Maybe it's been left unlocked. For once, Ridley's carelessness will be useful. It's getting cold. It must have rained earlier. And it looks like it won't be as simple as I hoped. Great. And the keeper of the keys has left his post. God, I haven't even started the dissection yet. Fuck it. I'm gonna get a hammer. Hammer! The time or the strength. Wo habe ich denn jetzt noch mal einen Hammer gesehen? War das im Keller? Ich habe doch irgendwo tatsächlich meinen Hammer gesehen. Ah, hier. Das ist praktisch. Boah. Ich hänge immer im anderen Bildschirm drin irgendwie. Jesus. I'm feeling dizzy. Ja, du musst deine Tabletten nehmen, wissen wir. Wo soll ich denn schlagen? Hä? Also ich drück, wenn das Ding in der Mitte ist, aber das nimmt er irgendwie nicht an. Gedrückt halten geht auch nicht. Einstellen kann man das Ganze auch nicht. Wie wär's, wenn du mal auf das Schloss drauf zielst, Junge? Ich komme ja auch nicht raus. God damn it. Ach, ich muss treffen, wenn das da oben ist. Ich muss aber vorher schon drücken, so wie es aussieht. Das ist so albern. Och, ich hasse Minispiele, ehrlich.
Ich habe sie wirklich in jedem einzelnen Spiel gehasst. Ich dachte, ich muss drücken, wenn das oben ist. Alter. Ich drücke jetzt einfach mal ein bisschen hin und her. Ich cutte das dann raus. Bis zu dem Moment, wo ich das dann mal endlich geschafft habe. Weil das finde ich jetzt doch ziemlich albern. Ich kann es nicht nach rechts oder links verschieben. Das heißt, der bleibt immer da, wo er jetzt ist. Ich kann auch nicht... Nee, mit der Zoom-Taste kann ich auch nichts machen. Mit rechts oder links kann ich halt auch nicht rausgehen. Das Einzige, was ich machen kann, ist tatsächlich nur drücken. Ob ich jetzt lange gedrückt halte oder ob ich kurz drücke, das ist dem Spiel total egal. Und hier kann ich halt auch nichts machen. It's actually holding up. Oh, well. Something new in this shithole. God. I am not doing well. Ist das nicht das gute alte WD-40 hier? Nur mit einem anderen Namen? Something's missing here. Some kind of switch or crank. Kann auf jeden Fall nichts anklicken. Kurbel. Oh, no. There's so much shit in here. Da wäre auch ein Hammer gewesen. gut, eine Kurbel. Okay, da hat auf jeden Fall wirklich einer was eingeworfen, so wie es aussieht. Hallo? Hat jemand eine Kurbel für mich? Oh, so einen Baustellenstrahler habe ich auch noch zu Hause zum Fotografieren. Allerdings einen einzelnen, keinen doppelten. Ja, Hallöchen. Könnten Sie uns vielleicht sagen, wo wir hier eine Kurbel finden? Es wäre sehr nett. Da wäre ich Ihnen sehr verbunden. Hier drin vielleicht. Will ich wissen, was das ist? Eine Kurbel! Ich denke auch, dass das funktionieren wird. Ich hoffe es zumindest. So. It fit. Alright. Now, just to crank it up. Something wrong? Ja, man kann es nicht durchgehend drehen. Ah. Not for long. Empty. Natürlich. Make a nice decorative ornament for the garden, though. Natürlich, natürlich. Wo finden wir denn jetzt Neues? Das ist vermutlich keins. Das wäre ja zu einfach. Das sieht mir alles nach Reinigungsmittel aus. Ich denke immer noch, dass das WD-40 ist hier vorne. Im Schuppen, nicht im Schuppen, im Dings unten vielleicht. Empty. Sure would make a nice decorative ornament for the garden, though. Schauen wir nochmal hier nach. Irgendeinen Sinn muss das doch haben, dass ich das eben hier aufgemacht habe. Das will er nicht. Just anything inside. Ja, natürlich. Was auch sonst. Oh, ich glaube, das war ein Jumpscare. Sorry, hab in die falsche Richtung geguckt. How did it end up here? Das ist das Bild, was ich verschickt hatte, oder? Frauenkiller. Hat meine Freundin die jetzt umgebracht? Hab ich beide umgebracht? Ich bin verwirrt. Finally. Aber ich habe ja schon länger meine Bedenken geäußert, dass eventuell irgendetwas nicht so ganz ist, so wie es hier rüberkommt. Handschuhe. Komme ich da hin? Da komme ich nicht hin. Ist ja natürlich nirgendwo ein Kanister, den ich mal mitnehmen kann, ne? Leute, ganz ehrlich, wenn ihr so viel hier rumliegen habt, wieso füllt ihr die Kanister dann nicht mal auf? I'll just start this thing and call Dorothy. Ich denke, der ist leer. Hä? Ach nee. Doch, Moment, ein paar Meter weiter. Den habe ich doch eben angeklickt, oder nicht? Bin ich doof? Rhetorische Frage, ich weiß. I think I've had enough. Fülle den Kraftstoff nach. Not today.
Ja, wo soll ich den denn? Ach so, den Kraftstoff am Generator. Ja, ja. Ich weiß schon. Ich dachte, ich müsste das Ding jetzt auch noch auffüllen. Der macht mich hier schon ganz kirre. I guess that's enough. Nice. Schon wieder. Another empty jerry can to add to the collection. I'm not used to this. At least it's... Tied me up. It's only for a moment. Sorry, man. Steven, what the fuck do you mean? Think I hit you too hard with that shovel. Oh, haha, great fucking joke. Untie me now. I don't have the energy for your shitty games. Mm-hmm, me too. I don't understand. Steven, what do you mean? This has got to be some kind of mistake. I... You and your moaning. You and your problems. You're not the victim here. But... Shut up! Can you shut your mouth for just one fucking second? To me, you are just a murderer. But... What? What? Knocked down? You thought I didn't know anything? I don't have any idea what you're talking about! Steven! My poor sister. Even now, you can't muster up any courage. Any honesty! You disgust me! I suspected you from the beginning. As soon as I found out that... that Alice is dead. I knew it was you. Tumors. Aneurysms. Unexplained circumstances. Who are you trying to fool? Hmm? For God's sakes, you're a doctor! Steven, no. It doesn't work like that. Shh! I haven't finished talking. Why did you lie, Jack? Why didn't you say anything? You confessed! I knew I had to do something about it myself. Any of this making any sense yet? Hmm? Threats? A ring? Photos? Red Pete on the loose? He died in that accident, by the way. You sick fuck. Yes, I am. You've no clue just how much. Oh, I'm on some fantastic fucking drugs for it. Only, I've been slipping them to you. I was hoping to break you down, that you'll be pushed into doing something drastic to yourself. And I'll just stand there and watch. Her tumor was incurable. That's a filthy lie. This... it was only a matter of time. Again, lying! I saw the scans. You know what? I think I've had enough of your bullshit. All right. Okay. I lied. But hear me out. We had an argument that day. Worse than usual. I was drunk. And I was angry. There was a fight. I pushed her against the wall. She hit her head and... She fell. Yes. Just like that. Limp and lifeless. I panicked. I thought... I don't know. I didn't think at all. I was afraid I had caused it. That someone will accuse me. That it'll be the end of my career. When I called an ambulance, it was too late. Way too late. It wasn't an accident. And then I lied. I said that's how I found her. That I wasn't there with her. And now,
There's not a day that goes by that I don't think about it. Everything. This whole year. Just dead memories. As if I didn't exist at all. Since that day. Fuck, here we go again. Even now. Even now, you have the nerve to lie. Steven, I'm sorry. I suffered too. It wasn't an accident. You understand now? Someone has to pay for this. What's going on here? Steven dropped the gun. It's none of your business, Sean. Leave and forget you saw anything. Steve, you know I can't do that. Mr. Ridley, please, run. Shut up. You know I'll shoot if I have to. Well, in that case, I'll make it worse. Steven! No! Ja. Und das war dann das Ende des Spiels. Ich stehe jetzt hier gerade mit großen Fragezeichen. Wer hat jetzt geschossen? Gibt es jetzt eine Fortsetzung? Weshalb man jetzt nicht sehen durfte, wer jetzt geschossen hat bzw. überlebt hat? Oder es war jetzt ein bisschen ja, doof, irgendwie unbefriedigend, sag ich mal, weil man halt nicht weiß, was jetzt passiert. Ob man jetzt selber dran ist, was weiß ich, ermordet wird oder was weiß ich. Oder ob der andere einen jetzt noch retten konnte. Also der Mr. wie heißt er nochmal, Ridley. Steven ist, wenn ich mich richtig erinnere, der Typ, mit dem ich telefoniert hatte, glaube ich. Weil sonst hätten wir ihn ja gar nicht kennengelernt in dem Spiel. Und ja, ansonsten waren jetzt nicht viele Überraschungen dabei. Also, dass die Tabletten nicht wirklich gut für uns sind, das haben wir ja irgendwie schon festgestellt im Laufe des Spiels. Irgendwie hat das Ganze meistens auch nur verschlimmert. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Aber das ist, naja, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also so Antidepressiva zum Beispiel habe ich auch irgendwo mal gelesen, dass die zum Beispiel Depressionen hervorrufen können, verstärken können. Ist natürlich auch nicht im Sinne des Entwicklers. Deswegen habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist das mit den Tabletten gegen, ja, Schizophrenie ist es nicht, aber so gegen Wahnvorstellungen. Vielleicht ist das ja ähnlich, dass sie dann dadurch eher hervorgerufen werden. Aber meistens hat er sie ja genommen und es wurde ein bisschen besser. Deswegen habe ich mir da jetzt auch keine großen Gedanken drum gemacht. Dass der Typ jetzt dahinter steckt, das war jetzt für mich schon eine Überraschung. Also wenn das der ist, wovon ich ausgehe, also mein bester Freund ist das ja, glaube ich, gewesen, ne, den ich immer angerufen hatte. Das war jetzt schon eine Überraschung für mich. Dass ich der Täter bin, war eher nicht so die Überraschung, weil das habe ich ja schon 2 oder 3 Mal, glaube ich, jetzt, ich glaube in dieser Folge sogar nochmal geäußert, dass ich mir das gut vorstellen könnte. Genau, als wir das Foto gesehen haben, da habe ich das letzte Mal gefragt, ob ich halt der Mörder bin. Und ja, aber ansonsten muss ich sagen, ich fand das Spiel an sich richtig, richtig gut. Also ich bin sehr begeistert davon, von den Autopsien und so. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an. Aber da konnte man auch viel bei lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es auch gut, dass man es schon versucht hat, recht detailgetreu darzustellen. Aber schon so, dass einem jetzt nicht irgendwie übel wird oder Leute, die jetzt empfindlich sind und nicht viel Blut sehen können oder so, dass die jetzt beispielsweise Probleme kriegen. Also ich kenne tatsächlich Horrorfilme, die wesentlich schlimmer optisch gemacht sind als das hier. Und naja, was ist mehr Horror, als wenn man einen lebendigen Menschen, naja gut, lebendig ist er nicht mehr, aber als wenn man halt einen Menschen aufschneidet, auch wenn er in einer Schockstarre ist. Ja, gerade wenn irgendwo das Blut noch da drin ist und so weiter. Aber das haben sie alles gut geregelt, finde ich, von der Optik her und so weiter. Ich fand das Spiel sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die Länge ist auch absolut okay. Ich glaube, wir haben jetzt so 6-7 Stunden gespielt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil es ja auf mehrere Teile im Endeffekt jetzt ja, geschnitten wurde. Ich würde das Ganze auch gerne am Stück auf meinen Uncut-Channel hochladen. Ich habe allerdings im Moment technische Probleme, dass ich ständig ausgemeckert werde, dass ich keine großen Dateien da hochladen darf. Das heißt, der lädt dann einen halben Tag oder so die Datei hoch und schließt das zu 100% ab und meckert dann, ja, der Kanal darf aber keine großen Dateien veröffentlichen. Und dann schmeißt er mir das einfach raus und löscht das direkt wieder, ohne zu fragen.
Finde ich richtig geil. Also sollte sich da was ändern und endlich mal große Dateien hochgeladen werden können, dann ist der auf jeden Fall auch freigeschaltet. Wenn ihr den vorher schon abonnieren möchtet, könnt ihr das natürlich gerne tun. Ich habe die Verlinkung schon reingemacht, ganz unten auf meiner Seite, auf meiner Hauptseite von YouTube. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt und ob ihr das übertrieben dargestellt fandet, ob das okay für euch war, ob das in Ordnung war. Vielleicht habt ihr ja selber doch ein relativ zartes Gemüt, aber wolltet trotzdem zuschauen. Schreibt es alles gerne in die Kommentare, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.